Dann begrüße ich euch alle ganz herzlich zur großen Ampeldiskussion, die ja recht spontan jetzt doch noch stattfinden konnte, worüber wir uns hier alle freuen. Ich bin Jule Zentek, ich bin freie Journalistin und arbeite für den Instagram-Kanal Klimaneutral. Vielleicht kennen ihn einige von euch. Der beschäftigt sich mit der Klimakrise und legt den Fokus auf die Klimapolitik. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich diese Runde hier heute so ein bisschen leiten darf. Und wir hatten eigentlich einen Mentimeter vorbereitet. Leider ist der Beamer gerade ausgefallen, deswegen funktioniert das jetzt nicht so gut. Wir versuchen das Ganze trotzdem so ein bisschen einfach mit Handzeichen, also oldschool, also gerne irgendwie Daumen hoch, Daumen runter. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Und genau, also vielleicht starten wir auch mal ganz kurz, bevor wir hier mit der Diskussion starten und ich auch nochmal alle vorstelle. Wie zufrieden seid ihr denn alle gerade mit der Klimapolitik der Ampel? Zeigt gern mal, ich kann nicht alle sehen, aber so ein bisschen, oh ja. Okay. Ich glaube, der Daumen ist zu 95% nach unten gerichtet. Alles klar, danke. Aber das funktioniert auf jeden Fall, das freut mich. Fangen wir jetzt erstmal an, wer hier mit mir auf dem Podium sitzt. Julia Verlinden ist hier. Hallo. Sie sind Umweltwissenschaftlerin und haben an der Leuphana-Universität im Fach Politikwissenschaften promoviert, also echtes Heimspiel. Heute sind Sie hier als stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Mhm. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dann ist Nina Scher heute hier. Sie sind Juristin, Politikwissenschaftlerin und Musikerin, habe ich gelesen, und die klima- und energiepolitische Sprecherin der SPD-Fraktion. Und Sie sitzen zusammen mit Frau Verlinden im Ausschuss Klima und Energie. Also kennen sich auch ganz gut. Schön. Dann freue ich mich, dass Maximilian Becker heute hier ist. Sie sind Ökonom und Aktivist und außerdem Mitglied im Bundesvorstand von der Partei Die Linke. Perfekt, dass es auch rechtzeitig geklappt hat, trotz Bahnanreise. Und dann ist Lea Nesselhoff heute da. Sie ist Mitautorin des 1,5-Grad-Gesetzespaket und wissenschaftliche Referentin bei der Klimaschutzorganisation German Zero. Sehr schön, dass du heute auch da bist. Danke. So, und schauen wir mal so ein bisschen auf das Jahr jetzt. Also die Ampel ist noch nicht ist noch nicht seit einem Jahr im Amt. Aber 2022 war ein krasses Jahr, ist ein krasses Jahr. Also nie wurde so viel über unsere Energieversorgung gesprochen, über den Strommarkt. Ich weiß mittlerweile auch Dinge über den Strommarkt, die habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich denke mal, uns geht es allen ähnlich. Bringen wir uns mal alle auf den neuesten Stand. Deutschland möchte bis 2045 klimaneutral sein. Bis 2030 soll 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien kommen. Der Kohleausstieg soll idealerweise bis 2030 passieren. Lützerath soll aber trotzdem noch abgebaggert werden. Wir erleben gerade einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine und durch den eine Energiekrise, der zu steigenden Preisen geführt hat. Und ja, das macht besonders Menschen mit wenig Geld einfach gerade sehr, sehr große Sorgen. Um diese russischen Energieimporte auszugleichen, bestellen wir gerade LNG, also flüssiges Gas, zum Beispiel in den USA, aber haben den Abbau durch Fracking in Deutschland selber verboten. Wir schließen dafür Verträge mit Staaten wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und nennen das Energiepartnerschaften. Das sind Staaten, die weltweit zwar mit die größten Flüssiggasvorkommen haben, aber gleichzeitig aufgrund von Menschenrechtsverletzungen stark kritisiert werden sollten. Und dann befinden wir uns eben auch noch in der Klimakrise. Und die neuesten UN-Berichte haben gerade noch mal diese Woche gezeigt, dass wir uns da gerade mit Blick aufs Ende des Jahrhunderts auf dem Weg zu 2,5 Grad befinden. Lea Nesselhoff, Sie haben zusammen eben dieses 1,5-Grad-Gesetzespaket mit German Zero verfasst. Das wurde fast zeitgleich mit Beginn des russischen Angriffskriegs veröffentlicht, Ende Februar. Würden Sie alles darin nochmal genauso schreiben? Ich glaube schon. Ich glaube, das Problem, was wir gerade sehen, ist, dass wir teilweise die Klimakrise gegen diese Energiekrise ausspielen und dabei nicht darauf achten, dass Klimaschutz die beste Vorsorge für Energiesicherheit eben auch ist. Wir haben ja sehr konkrete Gesetzesvorschläge in allen Bereichen, also von Energie über Industrie, ein bisschen Gebäude und Verkehr und Landwirtschaft in diesem Gesetzespaket niedergeschrieben. Und diese Vorschläge sind eigentlich aus meiner Sicht wichtiger denn je. Es kam tatsächlich diese Woche nochmal eine Studie heraus, die bestätigt hat, dass etwa 40% mehr Einsparungen von Emissionen allein im Gebäudebereich möglich wären bis 2030 und dass diese Einsparungen
in etwa den Importkapazitäten der beiden landseitigen LNG-Terminals entsprechen würden, die jetzt gerade gebaut werden. Das heißt mit anderen Worten, wir bräuchten sie nicht. Wenn wir konsequenter zum Beispiel im Gebäudebereich Sanierungsverpflichtungen und so weiter einführen würden. Und wir sehen aber trotzdem, es bewegt sich was. Das ist auf jeden Fall so. Wir machen Fortschritte im Vergleich zur letzten Bundesregierung. Aber es reicht halt einfach noch bei weitem nicht. Und es wäre sehr, sehr viel mehr möglich, wenn der politische Wille da wäre aus unserer Sicht. Frau Scheer, ich habe es gerade schon mal angesprochen, wir schaffen ja gerade neue Abhängigkeiten, wir sind eben abhängig von Energieimporten aktuell, bei denen, oder das heißt immer, es sind kurzfristige Lösungen, die wir da gerade schaffen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesagt, es sei vor allem wichtig, sich in der Energieversorgung nicht mehr nur abhängig von einem Land zu machen. Aber investieren wir da nicht gerade trotzdem wieder in fossile Strukturen und finden wir es jetzt okay, neue Verträge mit Staaten zu schließen, die es mit den Menschenrechten eben nicht so genau nehmen? Ja, es sind Konflikte, in denen man steckt. Aber es ist ja dann immer die Frage, was ist die akute Alternative? Und die selbst bei den ambitioniertesten Umstiegsszenarien, ich sage jetzt auch mal durchaus inklusive German Zero, müsste man ja konstatieren, im Jahr 2022 und 2023 hätten wir weiterhin Abhängigkeit von Gas, egal nach welchem Szenario. Und genau in diesen Jahren, um diese Jahre der Abhängigkeit geht es ja akut. Es ist eine politische Entscheidung gewesen, aufgrund von Signalen, dass man mit Abhängigkeiten auch erpressbar gemacht werden kann, dass man sagt, okay, wir wollen so schnell wie möglich unabhängig werden von den Importen von Russland. Eine europäische politische Entscheidung. Und es gab ja auch dann tatsächlich Lieferengpässe erst und dann auch Lieferstopps von Seiten Russlands, die sich nicht technisch begründen lassen, wonach man sagen kann, okay, es ist vielleicht wirklich wichtig, auch von der Versorgungssicherheit gesehen, sehen, wenn man Alternativen aufmacht. Gut, aber es ist in dieser Alternative, die übrigens auch breit in die klimabewegten Generationen hinein Unterstützung meines Erachtens gefunden hat, diese Entwicklung, dass man sagt, man macht sich unabhängig von Russland, das habe ich zumindest als eine ganz breite Zustimmung wahrgenommen, dann muss man einem bewusst sein, dass man damit zugleich sagt, der Umstieg auf LNG, den man dann in dieser unvermeidbaren Übergangszeit noch braucht. Und wenn es nur wenige Jahre wären nach den ambitioniertesten Vorschlägen, für diese Übergangszeit verbraucht man dann tatsächlich oder emittiert man dann noch mehr CO2, weil wir wissen, dass LNG klimabilanziell schlechter ist als Pipeline gebunden ist. Je nach Lieferwegen ist das noch mal ein bisschen zu differenzieren, aber unterm Strich ist es so. Und da sind das teilweise natürlich Entscheidungen, wo ich sagen würde, naja, der politische Wille ist das jetzt nicht unbedingt, ja? Sondern es sind auch teilweise Zwangsläufigkeiten. Aber was wichtig ist, ist, dass man eben nicht in dieser Diversifizierung jetzt stecken bleibt, sondern dass wir tatsächlich den Umstieg auf die erneuerbaren Energien, dass wir den nicht aus dem Blick verlieren. Und in der Tat haben wir da immer noch, finde ich, zu viele Barrieren im Kopf. Und nicht nur wir in der Politik, sondern das betrifft die gesamte Gesellschaft. Und wenn ich eben höre, wie teilweise auch dann Artenschutzfragen, Biodiversitätsfragen gegen erneuerbare Energien gestellt werden, in der öffentlichen Diskussion und auch direkt, wenn wir uns in den Gesetzesverhandlungen damit auseinandersetzen, da muss ich sagen, müssen wir auch da einen Umdenkungsprozess hinbekommen. Wir müssen Platz für Biodiversität finden. Wir müssen aber auch damit klarkommen, dass wir jetzt einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien brauchen. Wir müssen Genehmigungshemmnisse beseitigen. Wir müssen mehr Leute in den Behörden einstellen. Da müssen Vereinfachungen hin. Da sind viele kleine Rädchen zu drehen. Und deswegen glaube ich auch nicht, um dann noch mal kurz abzuschließen, flankierend auch auf die Vorschläge, es ist nicht immer nur der fehlende Vorschlag, sondern man muss eben auch manchmal sehen, dass wir nicht weiterkommen in der behördlichen Struktur, wenn ich einfach nur ein neues Gesetz hinlege. Ja? Sondern wir haben manchmal teilweise wirklich Engpässe in den Genehmigungsverfahren, deswegen werden Genehmigungen nicht erteilt. Hunderte Windkraftanlagen könnten mehr gebaut werden, wenn die Genehmigungen jetzt vorlägen. Sie werden nur deswegen nicht gebaut oder wegen Materialengpässen. Da fehlt jetzt nicht das Gesetz, sondern es fehlt auch an administrativen Erleichterungen. Ich habe 10 Gigawatt sind das gerade. Ne? Also bei den Windrädern sind es, glaube ich, 10 Gigawatt, Menge. Ja. Die allein in den Pipelines stecken, aber noch nicht gebaut.
gebaut werden können. Weil genau, Frau Nesselhoff, Sie haben sich gemeldet. Ja, dürfte ich vielleicht noch einmal ganz kurz. Also direkt darauf antworten. Mir ist bewusst, dass das keine einfache Situation ist. Gerade dieser und wahrscheinlich der nächste Winter wird wahrscheinlich noch viel schwieriger werden als der, in dem wir gerade stecken. Und mir ist auch klar, dass wir irgendwie diese Gasversorgung für die nächsten zwei Winter decken müssen. Aber worüber ich ja gerade gesprochen habe, war eher der Punkt, dass wir eben gerade in diese mittelfristig Kapazitäten aufbauen, die wir nicht zwangsläufig brauchen würden, wie diese Studie gezeigt hat letzte Woche, wenn wir eben in Deutschland stärker unseren Energiebedarf reduzieren würden, eben zum Beispiel durch stärkere Sanierungen und so weiter und so fort. Was dann wiederum eben nicht die schwimmenden Terminals, die jetzt gerade eben halt für diese kurzfristige Zeit aufgebaut werden. Tatsächlich weiß ich gerade auch nicht, wie man den Gasbedarf anders decken könnte in Deutschland. Eben, das ist der Punkt. Genau, aber ich rede ja über die festen Terminals, die gerade gebaut werden. Und wir bauen gerade massiv Überkapazitäten auf. Da gibt es mittlerweile mehrere Studien, deswegen klagt ja auch die DUH, weil sie sagen, allein die 7 wahrscheinlichsten LNG-Projekte würden über ihre jetzt gerade geplante Laufzeit 2,1 Millionen Tonnen CO2 verursachen und damit 3/4 des deutschen Restbudgets aufbrauchen. Also mir geht es tatsächlich mehr um diese Überkapazitäten und um die langfristige Bindung, die mir einfach sehr Sorgen macht, dass wir eben nicht dann Gas als vielleicht jetzt gerade notwendige Brücken Notfalltechnologie haben, sondern da halt festsitzen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und das wäre einfach eine Katastrophe. Den einen Punkt, den Sie... Und noch ein letztes Wort zum Thema Planung. Ich weiß, dass es irgendwie schwierig ist mit den Planungen und so weiter, aber ich muss sagen, es war auch ein bisschen Schlag ins Gesicht, dass dann plötzlich von heute auf morgen es ein LNG-Planungsbeschleunigungsgesetz gab, wofür Menschen aus der Klima- und Umweltszene Jahrzehnte gekämpft haben und es immer noch 6 Jahre dauert im Schnitt, um ein Windrad irgendwo aufzustellen. Es kann halt auch nicht sein, dass das eine von heute auf morgen geht und das andere eben nicht. Und das sind die Punkte, die ich mit politischem Willen meine. Aber das habe ich auch gerade schon konzentriert. Genau, den einen Punkt, den Sie gerade auch angesprochen haben zum Thema Sanieren, komme ich später auch noch mal zu. Aber ich habe das Gefühl, hier möchten noch, ich glaube, Frau Finn möchte auch noch mal was dazu sagen. Ich wollte das unterstreichen, dass wir trennen müssen bei Investitionen in Infrastruktur, die jetzt getätigt werden, zwischen diesen kurzfristigen Notfallaktionen, sage ich jetzt mal, mit diesen schwimmenden FSRUs, also den schwimmenden Terminals, über die wir LNG dann, und zwar ja nicht nur für Deutschland, sondern für viele Teile in Europa auch, importieren werden. Ich selbst habe jahrelang gegen jede Art von LNG-Terminal in Deutschland gekämpft, weil ich gesehen habe, wie viel... Ich auch. Ja, genau, weil ich gesehen habe, wie viel Gas ja aus Russland durch die Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sowieso schon sozusagen eingeplant ist und dann noch zusätzlich LNG-Terminals. Das wäre der totale Super-GAU fürs Klima gewesen. Jetzt ist es so, diese Pipelines werden nicht mehr genutzt. Russland hat die Versorgung eingestellt und deswegen brauchen wir kurzfristig diese schwimmenden Terminals. Aber ich bin völlig dabei zu sagen, das, was wir quasi fest und auf Dauer installieren an den Küsten, das wäre viel schlauer, wenn das gleich in Richtung Wasserstoff geht. Also wenn da die Investitionen gleich für das sind, was wir dann auch in der Klimaschutzpolitik dann auch mittel- und langfristig nutzen können. Und da gibt es gerade, ich glaube, sehr unterschiedliche Einschätzungen von denjenigen, die die Investitionen tätigen. Also das sind ja... ist ja jetzt nicht so, dass der Staat diese Terminals baut. An einem Terminal hat der Staat eine Bürgschaft gegeben und sich beteiligt, um das zu unterstützen, damit es passiert. Aber es gibt jetzt nicht ein großes Bauprogramm, dass die Bundesrepublik diese Terminals baut. Und ich glaube, hier muss durch gesellschaftliche Debatte, aber auch durch politische Weichenstellung quasi deutlich gemacht werden, dass alle, die jetzt investieren in langfristige fossile Strukturen, dass das sich nicht rechnen wird und dass sie diese Investition lieber darauf ausrichten, auf 100% Erneuerbare und deswegen auch von Anfang an in die Wasserstofftechnologie an dieser Stelle investieren, weil das ist, was am Ende uns weiterhilft. Und zu sanieren kommen wir ja später noch, da habe ich noch viele Gedanken zu. Genau, aber bleiben wir auch noch mal kurz bei diesem Thema. Herr Becker, die Frage ist ja eben, wie schaffen wir es jetzt, schnelle Lösungen in dieser Energiekrise mit der Einhaltung der Klimaziele zu vereinbaren? Die Linke will den Energiesektor und die Stromnetze vergesellschaften. Ich habe das auch bei Ihnen gesehen, dass Sie da auch viel auf Twitter zu teilen und schreiben. Das ist ja jetzt auch nicht gerade eine kurzfristige Lösung. Was würde das denn besser machen? Wir haben ja
zum Beispiel bei Uniper gesehen, dass es eine kurzfristige Lösung sein kann. Das heißt, dass auch der Staat Gelder mobilisieren kann, wenn der politische Wille entsprechend da ist. Und ich möchte vielleicht am Anfang das an einem Beispiel festmachen, und das sind die Stromnetze. Und die Stromnetze machen bei eurer Stromrechnung irgendwas zwischen 15% und 25% des endgültigen Preises aus. Und diese Stromnetze, die gehören aber nicht dem Staat, sondern diese Stromnetze gehören bei den Übertragungsnetzen 4 großen Netzbetreibern. Der Staat garantiert diesen Netzbetreibern eine Rendite von 3-6% pro Jahr. Das heißt, einen Teil eurer Stromrechnung bezahlt ihr die Rendite der privaten Stromnetzbetreiber. Das heißt, ihr zahlt die Milliardengewinne der Stromnetzbetreiber. Bei Amprion, die in NRW und einigen anderen Bundesländern ihre Netze betreiben, belaufen sich diese Gewinne in den letzten 10 Jahren auf ca. 2,5 Milliarden Euro. Und das sind alles Gelder, die höher auf der Stromrechnung stehen und die sich auf eure Stromrechnung real auswirken. Und da sagen wir, das geht natürlich nicht so und das sollte nicht so sein, dass wir alle mit unseren Stromrechnungen private Gewinne bezahlen. Und deswegen ist es ganz besonders wichtig, die Stromnetze zunächst einmal zu vergesellschaften und unter öffentliche Kontrolle zu stellen. Bei den Energiebetreibern, bei den großen Energiebetreibern ist das Ganze ein bisschen anders gelagert, aber auch da ist es so, sie investieren weiterhin in fossile Energieträger. Ich weiß nicht, ob wir später noch darauf zu sprechen kommen, auf den sehr schwierigen Deal um Lützerath, der gemacht wurde. Da würde nämlich auch RWE zugesichert für den vermeintlich früheren Kohleausstieg, dass sie massiv neue Gasinfrastruktur aufbauen können. Der Deal besagt 3 Gigawatt neue Gasinfrastruktur und sie müssen aber nur 1 Gigawatt neue erneuerbare Infrastruktur aufbauen. Und hier werden wiederum, das war eben schon angesprochen, wiederum fossile Abhängigkeiten geschaffen. RWE plant jetzt neue Gasinfrastruktur und sie wollen sie mehrere Jahrzehnte nutzen. Das ist ein wirtschaftlich agierendes Unternehmen, das plant über mehrere Jahrzehnte hinweg diese Technik zu nutzen, damit sie sich überhaupt lohnt. Das heißt, wir schaffen immer neue fossile Abhängigkeiten und es ist immer noch lukrativ für die Unternehmen, diese neuen fossilen Abhängigkeiten zu haben. Und da sagen wir eben, das geht nicht, wir müssen damit Schluss machen. Deswegen wollen wir die Stromnetze und auch die Strombetreiber vergesellschaften, um diese Planung eben in öffentliche Hand zu holen. Wir wollen sagen, die Menschen sollen darüber entscheiden, wo der Strom produziert wird, wie der Strom produziert wird. Und es muss Schluss damit sein, dass einige Firmen zu Lasten des Klimas und zu Lasten von uns allen Milliardenprofite machen. Und deswegen ist unsere Forderung eben, Stromnetze und Strombetreiber in die öffentliche Hand. Genau, ich glaube, mit Daumen hoch und Daumen runter, ich habe schon gehört, einiges an Applaus, spare ich mir hier an dieser, oder doch, jetzt ist das Licht an, jetzt kann ich auch was sehen. Was denkt ihr über diesen Vorschlag? Ist das eine langfristige Lösung? Daumen hoch, Daumen runter. Könnte das eine langfristige Lösung sein? So gesprochen. Ja. Einige sind sich, glaube ich, ein bisschen unsicher. Danke. Ich hoffe, ich komme nicht noch dreimal gegen dieses Mikrofon. Ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben bald im Dezember ein Jahr Ampelregierung. Das Jahr haben Sie sich wahrscheinlich anders vorgestellt, nehme ich jetzt mal an. Wie wollen Sie sicherstellen, dass die angekündigte Klimapolitik der Ampel jetzt wirklich auch weiterhin umgesetzt wird? Weil einige Abstriche gab es ja einfach schon. Atomenergie, der CO2-Preis wird ausgesetzt, Lützerath wird jetzt doch abgebaggert. Wie wollen Sie da weiter rangehen, Frau Verlinden? Also ich glaube, wir haben, als wir über den Koalitionsvertrag diskutiert haben, wussten wir natürlich alle noch nicht, dass dieser Krieg von Putin auf die Ukraine stattfinden würde. Und diese Situation hat dazu geführt, dass wir viele politische Entscheidungen in den letzten Monaten, 8 Monaten treffen mussten, und zwar relativ schnell. Und ich sag mal, mit verschiedenen Blickwinkeln. Also wir mussten sowohl die Perspektive Klimaschutz als auch natürlich die Perspektive soziale Gerechtigkeit stark in den Fokus nehmen. Aber zum Glück konnten wir die Situation, die wir gerade haben, nämlich mit explodierenden fossilen Energiepreisen, nutzen dafür, bei der Energiewende auch nochmal zu argumentieren, dass die uns aus dieser Abhängigkeit herausholt.
Und ich merke, dass sehr, sehr viele Menschen sagen, ja Mensch, hätten wir doch damals schon in den letzten Jahren viel mehr Windräder gebaut, hätten wir doch viel mehr Solaranlagen auf den Dächern, dann wären wir jetzt nicht in so einer beschissenen Situation. Und das führt dazu, dass viele dann auch jetzt diese Investition tätigen. Das ist gut, also alle, die sich jetzt darum kümmern, das ist wunderbar. Es gibt Energiegenossenschaften ja schon lange, lange Zeit, deswegen die sind aber jetzt dadurch, dass wir die bürokratischen Hürden nochmal verändert haben, indem wir einfach es einfacher gemacht haben, sich wieder an der Energiewende zu beteiligen, jetzt im Sommer, als wir dieses große Gesetzespaket beschlossen haben, die sind wieder dabei, neue Projekte zu planen. Also insofern würde ich sagen, bei der Energiewende passt es perfekt zusammen, dass wir unabhängig werden wollen von fossilen Importen, dass wir die Preise runterkriegen wollen und dass wir wollen, dass alle mitmachen können bei der Energiewende und davon auch profitieren im Rahmen von Bürgerenergie. Das Ding ist nur, unser Gegner heißt Zeit. Unser Gegner heißt Zeit, weil das, was wir machen wollen und was sinnvoll wäre und was ein dreifacher Gewinn wäre, niedrigere Preise, weniger Abhängigkeit von fossilen Importen und Russland und natürlich alle können mitmachen und wir retten das Klima, dass das nicht durch ein Fingerschnippen passiert, sondern dass wir dafür Zeit brauchen, diese ganzen Projekte auch umzusetzen. Die Menschen, es gibt viele Leute, die da sich einbringen, aber selbst wenn man von der Idee, wir haben es eben gehört, von der Idee, da wäre doch ein guter Platz für einen neuen Windpark, bis dass er dann wirklich gebaut wird, also auch der Transport der ganzen Teile für so ein Windrad, der ist auch nicht innerhalb von 2 Stunden erledigt. Und das sind Dinge, wo man gerade wahnsinnig werden könnte, wenn man sieht, was einfach die Realität an, ich sag mal, Zeitrestriktionen mit sich bringt. Aber es hilft ja nichts, umso mehr müssen wir uns darum kümmern, dass wir die politischen Weichen stellen, damit es möglichst einfach wird, das umzusetzen. Was ich wichtig finde, ist, dass wir im Augenblick, wir können ja offen drüber reden, in dieser Koalition auch einen Partner haben, der hier jetzt heute nicht mit auf der Bühne sitzt, der an manchen Stellen das nicht so schnell machen möchte. So. Oder vielleicht denkt, ja, irgendwie kommen wir schon auch anders durch die Nummer durch. Und wir haben zusätzlich hier die große Herausforderung natürlich, wenn diese Investitionen getätigt werden sollen, in vor allen Dingen Energieeffizienz im Gebäudesektor, aber eben auch im Ausbau von Solar- und Windenergie, dass wir dann nicht nur politische Weichen brauchen, sondern wir brauchen auch viel Kapital, was eingesetzt wird. Und das können die Menschen selber tun, das können die Unternehmen tun, aber der Staat muss sich eben auch darum kümmern, dass das Personal an den richtigen Stellen sitzt, um diese Genehmigungen dann auch zu machen. Also wir haben im Augenblick einen extremen Stau in den Kommunen, um diese ganzen Projekte zu genehmigen. Und ich finde, wir brauchen eine Prioritätensetzung, was jetzt schnell umgesetzt werden kann. Für mich ist es immer noch unerklärlich, dass es Menschen gibt, die zu ihrem Arbeitszweck haben, Autobahnen zu planen, während wir dringend Planerinnen und Planer brauchen für die Transformation, für die Energiewende und für eine Verkehrswende. Ihre Koalitionspartnerin hat das jetzt schon mal ausgeführt. Würden Sie da noch irgendwas ergänzen wollen, Frau Scheer? Nee, das ist eine ganz zutreffende Analyse. Es gibt verschiedene Hemmschwellen. Und ich möchte noch mal die Bedeutung auch unterstreichen, dass wir jedwede Mengenbegrenzungen, die für erneuerbare Energien existieren, dass wir die über Bord werfen müssen. Und die sind leider doch noch sehr tief verankert. Ja, die sind auch dummerweise auch in den Förderinstrumenten sogar verankert. Also wenn man sich anschaut, dass wir die größeren Anlagen beim Photovoltaikbereich und bei Windenergie ohnehin komplett über Ausschreibungen regeln und jetzt erkennen, dass tatsächlich die Warnungen, übrigens auch meine persönliche Warnung von vor 7, 8 Jahren, eintreten, dass die Ausschreibungen gnadenlos unterzeichnet sind. Sprich, man gibt als Staat Möglichkeit der Förderung für so und so viel Volumen, ja, und dann bieten aber nicht genügend, weil das den Leuten zu kompliziert ist, weil es einfach nicht passt, auf die Akteursstruktur nicht passt. Da muss darauf reagiert werden und da ist in der Tat mit einem Koalitionspartner schwierig, über Finanzierungsinstrumente so zu sprechen, dass wirklich die ganz niedrigschwelligen, einfachen, einfach zugänglichen Finanzierungsinstrumente auch wirklich gut funktionieren. Aber ich, auch so gut ich mit Julia Feilinden schon seit vielen Jahren zusammenarbeite, ich sehe auch einen Konflikt manchmal,
auf der Linie, wie viel sind wir bereit, Zugeständnis für erneuerbare Energien im Bereich Artenschutz und Biodiversität zu machen. Und wenn wir zum Beispiel das Repowering in den Blick nehmen, wir haben enorme Potenziale durch den Ersatz von Altanlagen durch neue. Da müsste man doch eigentlich meinen, okay, bingo, da haben wir ja schon alles entschieden, da sind die Flächen schon da, da sind die Anschlüsse schon da, brauchen wir keinen Netzausbau mehr, brauchen wir einfach nur alt durch neu ersetzen. Ihr glaubt nicht, oder Sie glauben nicht, wie kompliziert das ist, dies hinzubekommen. Und wir haben es nicht gesetzlich vereinbaren können, dass das Repowering zum Beispiel auch in Natura 2000 Gebieten und Naturschutzgebieten möglich sein soll und sein muss. Und da um die Dimension mal aufzuzeigen, welche Konfliktlinien wir da haben. Und deswegen möchte ich auch noch mal bei allen Daumen rauf, Daumen runter noch mal sagen, also der Teufel liegt leider häufig im Detail und wir müssen wirklich dahin kommen, dass die absolute Priorität von erneuerbaren Energien sowohl im Verhältnis bei landwirtschaftlichen Konflikten als auch im Verhältnis zum Artenschutz, als auch in anderen Fragen, auch beim Lärmschutz. Gerade vor 3-4 Wochen haben wir heftigst diskutiert, ob man in der Nacht die Nachtabsenkung aus Lärmschutzgründen für Windkraftanlagen nicht mal aussetzt. Einfach mal aussetzt, weil es ist in der Nacht in Deutschland einfacher, Straßenlärm zu erzeugen, als Lärm durch Windkraftanlagen. Das muss man sich mal reinziehen. Und das in diesen Zeiten. Und es war nicht möglich, dass wir diese Vereinfachung gleichgezogen hätten mit Straßenverkehr. Es ist immer noch, wir haben es zwar verbessert bekommen, aber es ist immer noch. Und solche Sachen hindern uns auch. Solche Sachen hindern uns. Und da wird abgeschaltet, 5-10% mehr Strom aus Windenergie könnte man gewinnen. Auch da hatte dann leider die FDP gebremst. Ist blöd, wenn die jetzt nicht mit auf dem Podium sitzen, aber gehört zur Geschichte dazu. Aber Biodiversität und diese Fragen, da glaube ich auch, dass die Grünen sich da ein bisschen bewegen müssen, weil da erlebe ich es leider wirklich, dass da auch wir einen Konflikt haben. Ich weiß, ihr könntet auch in unsere Richtung hier und da auskeilen, aber das ist leider wirklich ein Riesenproblem und es muss mal artikuliert werden. Es kann nicht sein, dass wir weiterhin diese Begrenzungen für erneuerbare Energien haben und die sind wirklich da. Sie sind da. Diese 2%-Regelung ist auch in dieser Hinsicht nochmal aufzumachen, meines Erachtens. Wir müssen Vorfahrt für Erneuerbare grundsätzlich und überall geben. Ja. Ich würde gerne ganz kurz reagieren, weil ich ja angesprochen worden bin. Ich glaube nicht, dass es klug ist, die Artenkrise, in der wir stecken, quasi beiseite zu wischen oder zu sagen, da müssen wir uns nicht drum kümmern, das ist nicht so wichtig, Energiewende ist wichtiger. Sondern die Klimakrise und die Artenkrise sind zwei existenzielle Herausforderungen. Und ich glaube nicht, dass im Augenblick der Artenschutz das größte Hemmnis ist, um neue Windräder aufzubauen. Doch, leider schon. Nein, ist es nicht. Nein, das größte Problem ist, dass diese Gesellschaft nach wie vor viel zu viel Energie verschwendet. Wir haben extreme Potenziale, Energieeffizienz zu nutzen, also Energieeffizienz zu verbessern. Wir könnten mit, also einfach ein Beispiel, ein Elektrofahrzeug, ein Elektroauto, ein halber Panzer brettert mit, ich weiß nicht wie viel Kilowattstunden pro 100 Kilometer über die Autobahn. Das müsste nicht sein. Wir können kleine Autos bauen, wir können halb so viele Autos in Deutschland nutzen, wir können den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen und so weiter und so fort. Wir müssen, ich finde es wirklich wichtig, Nina, wie viel erneuerbare Energien brauchen wir tatsächlich, um ein gutes Leben für alle in Deutschland, in Europa und in der Welt zu ermöglichen. Ja, erstmal so viel wie möglich. Wir brauchen so viel wie möglich. Ja, aber erstmal so viel wie möglich. Aber wenn ich die Wahl habe, stelle ich einen Windpark in ein Naturschutzgebiet oder zwinge ich jemanden dazu, ein sparsameres Auto zu fahren, dann wähle ich die zweite Variante. Wir können es nicht leisten, beide auf das eine zu verzichten. Ja, wer hier im Raum wirklich meint, wir könnten uns leisten, auf den maximalen Ausbau erneuerbarer Energien zu verzichten, der hat die Dramatik der Situation nicht erkannt. Das muss ich ganz klar sagen. Allein über Effizienz werden wir es nicht leisten können. Wir brauchen den maximalen Ausbau erneuerbarer Energien. Es wäre ja gut, wenn wir bei Effizienz vorankämen in dieser Koalition. Das ist einfach unehrlich zu meinen, man könnte alleine mit Effizienz hier vorankommen. Wir brauchen die Effizienz, da gibt es überhaupt keine Frage. Und das ist natürlich sowieso das Programm, aber Beschränkungen in der heutigen Zeit für erneuerbare Energien
ein grünes Licht zu geben, halte ich für fahrlässig und halte ich für nicht mehr verantwortbar. Überhaupt nicht. Wir brauchen die Naturschutzgebiete nicht, um 100% erneuerbare Energien in Deutschland zu erzeugen. Wir brauchen jede Fläche, um diese Klimaziele zu erreichen. So. Ich glaube, da wissen wir ganz gut, wie es in der Ampelkoalition manchmal aussieht, auch ohne FDP. Frau Nesselhoff, Sie haben gerade schon so genickt, Sie wollen auch noch mal kurz. Ja, ich hätte einen konstruktiven Vorschlag. Ja. Und zwar, bitte. Zwar sehe ich es genauso, dass wir die Mengenbegrenzung über Bord werfen sollten. Danke. Und wir haben ja bei German Zero zusammen mit dem IKEM, mit dem Institut für Klima, Energie und Mobilität, ein neues Energiegesetzbuch geschrieben. Und Teil davon wäre zum Beispiel, also wir finden, dass es total in die richtige Richtung geht, dass es jetzt zum Beispiel verbindliche Windausbauziele für die Länder gibt. Und unser Vorschlag wäre tatsächlich, das nicht nur für Windenergie zu machen, sondern auch für große Solarflächen, also zum Beispiel Agro-PV und so weiter. Und das nicht nur auf die Länder runterzubrechen, sondern es gibt ja die Analysen, wo wie viel, also wo tatsächlich auch die besten Potenziale deutschlandweit wären, um Windenergie oder Solaranlagen aufzubauen. Diese Daten gibt es ja, die wurden ja schon von Forschungsinstituten erhoben. Das heißt, man könnte schauen, prozentual, und da müsste man, also ich würde tatsächlich sagen, da müsste man auch schauen, wie ist es mit Biodiversität, wie ist es mit Naturschutzgebieten und so weiter. Aber selbst wenn man das noch abzieht, dann kommen diese Studien eigentlich zu dem Ergebnis, dass wir theoretisch genug Fläche haben. Genau. Wenn man jetzt prozentual die Kommunen nach ihrer Möglichkeit, nach ihren Flächenmöglichkeiten eben dazu verpflichten würde, dann da in dem Umfang eben auch Gigawatt zuzubauen, dann wäre aus unserer Sicht, würde immer noch vor Ort entschieden, wo genau dieses Windrad dann stehen soll. Wir wollen auf keinen Fall, dass sozusagen in Berlin geplant wird, wo jetzt in, keine Ahnung, Hintertupfingen das Windrad aufgestellt wird oder so. Aber dass dort eben festgelegt wird, wie viel vor Ort zugebaut werden soll, weil das einfach sozusagen dem Anteil entspricht, was dort möglich wäre. Und dann wiederum die Kommunen daran zu beteiligen, dass sie, also dass sie einfach stärker auch aus den Einnahmen beteiligt werden, zum Beispiel von Windkrafträdern. Das wurde jetzt auch schon verbessert, da könnte man auch immer noch ein bisschen mehr machen. 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Genau. Und das wäre einfach aus unserer Sicht aber eine Möglichkeit zu gewährleisten, dass man einerseits eben jede Kommune ihren Beitrag leistet und nicht mehr immer nur mit dem Finger auf die anderen gezeigt wird und man insgesamt die Versorgung sicherstellt. Und der zweite Punkt ist das Thema Bürgerenergie. Auch da hat sich schon ein bisschen was getan. Es ist aber immer noch so, dass es in Deutschland nicht einfach möglich ist, Bürgerenergiegemeinschaften, egal welcher Größe, zu bilden, dass es immer noch sehr hohe bürokratische Hürden gibt. Und da diese Quartierslösungen zu ermöglichen und so weiter, dann auch sektorengekoppelt Strom zu verbrauchen und zu speichern. Ich glaube, dass das eben auch nochmal eine Möglichkeit wäre, einerseits mehr Energie zu erzeugen, aber andererseits eben mittelfristig auch Strom einzusparen. Ich glaube, das und die Solarpflicht auszuweiten, also nur jetzt auf Neubauten, ist einfach, also das kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum man das nicht tut. Genau. Genau. Ich würde gerne noch einmal ein bisschen weitergehen, weil wir hatten es auch gerade schon immer wieder mal durchgekommen bei einigen Beiträgen in den letzten Minuten. Dieses Thema soziale Gerechtigkeit, soziale Akzeptanz, sozialer Zusammenhalt ist eben auch, ja, kann eine Hürde darstellen, wenn man eben auch andere Probleme hat und die haben viele Menschen gerade. Erstmal, es gibt Maßnahmen für Klimaschutz, die kosten Geld. E-Autos sind jetzt auch gerade noch nicht so günstig. Das Haus zu sanieren ist auch nicht günstig. Und wir haben eine Ungleichheit in Deutschland und es wird gerade durch die Krisen auch nochmal deutlicher, dass ja, wie groß diese Ungleichheit eigentlich ist und wie sehr Menschen Sorge davon haben, dass sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können. Das zeigt auch so ein bisschen, wir können uns nicht nur um die Lösung von einer Krise gerade kümmern, sondern wir müssen da mit einem ganzheitlichen Ansatz dran oder die Politik muss da mit einem ganz einheitlichen Ansatz dran. Ich habe gehört, dass Mentimeter funktioniert. Ich würde jetzt gerne einmal das ausprobieren, ob es wirklich funktioniert. Wir müssen mal, genau, das ist die richtige Frage, perfekt. Habt ihr das Gefühl, dass die Bundesregierung die Klimakrise als mehrdimensionales Problem wahrnimmt? Ich hoffe, ihr wisst alle, wie ein Menti funktioniert. Ansonsten, da oben gibt es einen Code. Ihr könnt auf die Internetseite gehen, den Code eingeben und dann könnt ihr euch mal abstimmen. Und dann hoffe ich, dass das... Kommt das Parlament da eigentlich auch vor? Direkt da... In der Abfrage? Julia, wir sind nicht gemeint, nur die Bundesregierung. Ach so, stimmt.
Man hätte es Ampelregierung nennen sollen, das stimmt. So, ganz kurze Nachfrage, Jule, mit mehrdimensional meinst du vor allen Dingen soziale Fragen? Oder? Ich würde nicht nur vor allem, sondern sagen auch. Und dann vielleicht auch mal direkt die Frage an Sie, Herr Becker. Würden Sie sagen, der Ampel gelingt das ganz gut, dieser ganzheitliche Ansatz? Darf ich schon oder soll ich warten? Das dauert. Das kann sich hier noch ein bisschen hin und her verschieben. Dann gucke ich jetzt mal, wie es am Anfang steht und dann am Ende. Genau. Nochmal, nein, also ich habe das Gefühl, insgesamt ist noch viel zu wenig Verständnis dafür da, was die Klimakrise insgesamt für Auswirkungen zeitigen wird, sowohl international als auch national hier. Und das ist das, was hier auch schon anklang, gerade in dem kurzen Disput, das ist diese Politik des Klein-Klein, dass wir dafür eigentlich keine Zeit mehr haben, sondern dass wir jetzt ran müssen an die größeren Würfe. Und dann sehe ich natürlich, dass es verwaltungsmäßig nachgelagert totale Schwierigkeiten gibt. Aber ich glaube, da erwarte ich auch viel mehr von der Ampel, dass hier erstmal eine Rahmensetzung stattfindet, die sich auf den Weg macht, diese Klimakrise überhaupt ernst zu nehmen. Das sehe ich nicht, weil selbst die einfachsten Maßnahmen ja noch nicht umgesetzt werden. Was ist mit dem Tempolimit? Was ist mit dem Verbot von Inlandsflügen? Das, was angeklungen ist, die Solarpflicht auf Dächern. Natürlich muss die Solarpflicht auf Dächern kommen. Ja? Und auf allen Dächern und eben nicht nur auf Neubaudächern. Ich habe diese Woche noch mal gelesen, das fand ich sehr spannend, dadurch, dass das Dorf Lützerath jetzt abgebaggert wird, und das ist, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, müssen auch 8 Windräder abgerissen werden. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wie viele Windräder Sachsen in diesem Jahr neu gebaut hat. 1. Das heißt, nur weil Lützerath jetzt abgebaggert werden muss, fallen 8-mal mehr Windräder zum Opfer, als Sachsen das überhaupt hinbekommt, pro Jahr zu bauen. Also wir haben doch hier wirklich eine solche Dissonanz von Realität und politischem Handeln. Das finde ich wirklich unglaublich. Und da muss viel mehr passieren, es muss viel mehr Tempo rein. Deswegen finde ich auch diese Vorschläge von German Zero sehr gut. Und ich möchte es euch jetzt mal zugute halten, dass ihr mit der FDP in der Regierung sein müsst. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie wirklich an vielen Stellen auch bremst. Aber ich möchte es gerne auch noch mal, weil das eben angeklungen ist, erwähnen. Es wurde gesagt, Bürgerinnen und Bürger und Firmen können sich beteiligen an der Energiewende. Nein, auch der Staat kann sich beteiligen. Wir haben gesehen, es war innerhalb von wenigen Tagen möglich, 100 Milliarden Euro fürs Militär auszugeben. Ja, dann wird es doch wohl möglich sein, ein Vielfaches für die Verhinderung der Klimakrise auszugeben. Also, allein um Menschen zu unterstützen, dass sie ihre Häuser sanieren, dass sie die energetisch auf einen modernen Standard bringen, dass die beispielsweise auch die Mieterinnen und Mieter, die darin wohnen, dass die nicht mehr vor diesen steigenden Heizkosten verzweifeln. Allein dafür geben wir im nächsten Jahr, ich glaube, 13 oder 16 Milliarden Euro aus, um eben diese Gebäudesanierung in einem Jahr zu unterstützen, weil wir wissen, dass es eben Unterstützung dafür braucht, finanzieller Art. Aber ich finde auch richtig, dass man auch Hauseigentümern auch eine Deadline setzen muss. Nicht nur anreizen, okay, wenn du dein Gebäude sanierst, wenn du neues Dach machst, neue Fenster, neue Heizung und so weiter, gibt es etwas vom Staat dazu, sondern auch, es gibt eine Deadline, bis wann du dein Gebäude saniert haben musst, weil nämlich die Mieterinnen und Mieter ja sonst dem Ganzen ausgeliefert sind, auch was die Heizkosten angeht. Ein kleines Beispiel. Wir haben uns auf ein Konstrukt verständigt, das Gesetz ist fertig, das sogenannte CO2-Kostenaufteilungsgesetz. Weil wir uns einig sind in der Ampel, dass es ungerecht ist, wenn die Mieterinnen und Mieter alleine die Heizkosten übernehmen. Und wir gesagt haben, der Vermieter ist doch derjenige, der darüber entscheidet, in welchem Zustand das Gebäude ist. Und dann haben wir gesagt, okay, einen kleinen Teil der Heizkosten, nur die CO2-Preiskomponente, die ja sowieso schon relativ überschaubar ist im Augenblick, aber selbst die teilen wir auf, gerecht, für, damit Mieter und Vermieter beide ihren Beitrag dazu leisten. Ja, das ist jetzt gerade noch nicht auf der Tagesordnung. Und dreimal darf man raten, wegen wessen, also welchem der Koalitionspartner. So, wir sind fertig. Das Gesetz liegt da. Und wir wollen, dass es im Januar, und wir wollen es im Januar in Kraft treten lassen. Das klären wir vielleicht im Nachgang, was die Schwächen genau dieses Gesetzes sind, weil es ist auch noch nicht gut, aber das ist, glaube ich, jetzt zu detailliert. Ja, aber ich finde, das zeigt nochmal, dass eben diese
Die Frage war ja, sehen wir die soziale Komponente in der Klimakrise, anerkennen wir die, sehen wir die Herausforderung? Und ja, wir sehen die und die haben wir auch schon in den Verhandlungen zum Koalitionsvertrag gesehen. Und diese Punkte werden nach und nach abgearbeitet. Und ja, mir geht es auch zu langsam. Aber ich finde, es ist jetzt auch so, dass viele Dinge auch in der Pipeline sind, die bald in Kraft treten können, um genau diese Herausforderungen anzupacken. Und ich muss gestehen, ich finde es im Augenblick auch interessant, wie stark die Debatte in der Gesellschaft darüber ist. Hauptsache, es muss ganz viel Geld geben, Subventionen, damit die fossilen Preise ausgeglichen werden. Aber es gibt weniger Debatte über die Klimakrise. Und das stört mich sehr. Ich finde, wir müssen darüber reden, beides miteinander zu verbinden, indem wir Investitionen tätigen, damit wir eben unabhängig werden von diesen hohen Preisen. Und man muss eben auch, ich komme nochmal, die Hemmnisse habe ich ja schon genannt, aber wenn man natürlich auch sich anschaut, was ist mit den Inlandsflügen? Ja, also es gab ja auch mal einen Inlandsflug zwischen Hamburg und Berlin. Wer würde das heute noch nutzen wollen? Der ICE ist viel schneller. Ja, und wir haben über Jahrzehnte Fehlinvestitionen dahingehend getätigt, dass zu wenig in die Schiene gegangen ist. Es wurden ja, ich glaube, 11.000 Schienenkilometer abgebaut sogar, statt das weiter auszubauen. Und das kriegt man natürlich nicht von jetzt auf gleich umgesteuert. Aber auch da läuft noch zu wenig. Ich möchte es ja gar nicht schönreden, sondern ganz im Gegenteil. Da müssen wir noch viel stärker was machen. Und was mir auch große Sorgen macht zurzeit ist, wenn man schaut, wie die Unternehmen sich jetzt orientieren. Manchmal machen sie da auch ein Druckmittel so draus, aber es zeichnet sich ab, dass die Teuerungsraten hier zurzeit so stark sind, dass Unternehmen tatsächlich sogar in die USA auswandern. Da gibt es dann also Umsiedlungen und da Produktionsstandorte eröffnen. Teilweise haben sie die sowieso, dann ist es nur eine Verlagerung, weil es ja alles so groß globalisiert ist bei den größeren, da haben die mehrere Standorte. Und in den USA gibt es ja diesen Inflation Reduction Act, der irrsinnig viel Geld vorhält und damit natürlich auch Anreize schafft, dass dort die Investitionen getätigt werden. Und wir haben jetzt schon eine Abhängigkeit etwa von bei Solarmodulen von China von über 90%. Und wir müssen massiv entgegensteuern, dass wir diese Abhängigkeit auch bei den erneuerbaren Energien haben. Auch diese Entscheidung, was ist jetzt mit dem Hamburger Hafen, ja, wurde jetzt ja auch gerade diskutiert von wegen Privatisierung. Wenn wir schon an der Schwelle sind, dass wir eigentlich an der Stelle schon, also schon auf diesem Level schon erpressbar sind, weil wir Sorge haben müssen, dass dann möglicherweise die Chinesen uns die Solarpaneele nicht mehr schicken und wir damit der Energiewende nicht mehr. Also diese Dimension haben wir an Problematik. Deswegen müssen wir massiv Investitionsstandort Deutschland, Europa stärken, auch für die erneuerbaren Energien. Und ich habe das schon vor 10 Jahren gefordert, in so einem Büchlein Energiewende fortsetzen, dass man so eine Art Competition-Content installiert, womit entlang von sozial-ökologischen Standards Förderinstrumente ausgegeben werden. Also quasi, man kann nur dann eine Förderung bekommen, wenn man diesen Kriterien gerecht wird. Dann könnte man zum Beispiel wettbewerbskonform trotzdem die heimischen Wirtschaften stärken und diese Importe damit, also diese Importstruktur rumdrehen. Das hat sich bisher nicht durchgesetzt. Und wir hatten 10 Jahre lang selbst aus den Kreisen der Klimabewegten, der erneuerbaren Energienbewegten ganz lange diese Lesart, Hauptsache billig, ja, Hauptsache die billigen Solarpaneele aus China, obwohl immer schon klar war, dass sie eine Marktverdrängung machen, eine massive Marktverdrängung angestrebt haben und das auch geschafft haben, weltweit. Aber Hauptsache billig, damit wir schnell die billige Energiewende bekommen, schnell den Markthochlauf haben. Das war auch eine Strategie. Und da muss man jetzt massiv entgegensteuern, dass wir tatsächlich die heimischen Produktionsmittel haben, dass wir keine Lieferengpässe beim Ausbau der erneuerbaren Energien haben, weil das ist ein weiteres Hemmnis. Es sind nicht nur die Genehmigungen, es sind auch Lieferengpässe, insbesondere bei den erneuerbaren Energienanlagen. Und das können wir uns nicht weiter leisten. Es gibt jetzt gerade Nordex, hat zugemacht, der letzte Rotorblatthersteller in Europa, hat sein Werk in Deutschland geschlossen. Und da muss massiv entgegengesteuert werden. Das ist mein Mikrofon. Jetzt bin ich wieder da. Da sind wir wieder bei diesem Thema
Sanierung auch, kommen wir, wie gesagt, später hoffentlich noch zu. Ich würde gerne aber nochmal bei diesem sozialen Aspekt bleiben. Also wir sind ja eben gerade in dieser Energiekrise. Menschen haben Angst, dass sie ihre Rechnung nicht mehr bezahlen können. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Es soll deshalb eine Energiepreispauschale geben und die Gaspreisbremse, die aber nach dem schönen Gießkannenprinzip gestaltet ist. Energiepreispauschale haben wir schon. Das, genau, die ist schon ausgezahlt. Das stimmt. Das heißt, trotzdem Menschen, die genug verdienen, die bekommen auch diese Mehrkosten erspart. Versteuern müssen sie es. Das ist richtig. Ähnliches wird aber auch gerade für die Stromkosten geplant. Dabei soll es ja auch eben diesen Anreiz geben, Klimaschutz zu betreiben, Gas dann trotzdem auch zu sparen. Natürlich auch, damit wir über den Winter kommen, aber grundsätzlich auch einfach klimafreundliches Verhalten anzureizen. Am Ende sind es aber immer die Menschen mit weniger Geld, die trotzdem weiterhin eher Strom und eher Gas sparen müssen und ihr Verhalten ändern müssen. Davor haben Menschen natürlich auch Angst. Warum schaffen wir es nicht, diese Last gerecht zu verteilen, Frau Verlinden? Also am meisten müssen die sparen, die am meisten verbrauchen. Und das sind in der Regel die, die besonders viel Geld haben. Die sich es aber auch leisten können. Ja, aber ich meine Erwartung an die ist viel, viel höher, dass sie sparen, dass sie ihren Pool abschalten, dass sie, diese ganzen Dinge, das ist natürlich etwas, wo sie mit bestimmten eigenen Entscheidungen viel mehr bewirken können, um Energie einzusparen in diesem Winter. Und wir haben uns in Europa ja gemeinsam darauf verständigt, dass jedes Land in Europa Gas einspart, und zwar zu einem nicht unerheblichen Anteil. Und natürlich sind die größten Batzen da zu holen, wo natürlich bestimmte Industriebranchen einen sehr hohen Gasverbrauch haben, die zum Teil auch schon ihre Produktion eingestellt haben, die Mitarbeiter nach Hause geschickt haben. Also es gibt extreme Verwerfungen, gerade in Branchen, die auf einen hohen Gasverbrauch auch angewiesen sind oder waren. Aber wenn es um die privaten Haushalte geht, dann können natürlich die am meisten sparen, die die größten Häuser haben, die am meisten verbraucht haben in der Vergangenheit, die können am meisten tun, damit wir aus dieser schwierigen Situation rauskommen. Und das erwarte ich persönlich von denen noch viel mehr. Und die Frage, wie kann man das jetzt, dieser Anspruch oder die Erwartung, die moralische Erwartung von denjenigen, die besonders viel verbraucht haben in der Vergangenheit, wie kann man das jetzt in einem Gesetz oder in einem politischen Rahmen machen? Das ist nicht so einfach. Ich habe in dieser Expertenkommission Gas und Wärme mitgearbeitet und wir haben uns wirklich die Nächte durch die Köpfe zerbrochen darüber, wie man das macht. Also wie man vielleicht ein Budget beschreibt pro Haushalt. Mhm. Das ist vom Prinzip schlau gedacht und sagt, hier jeder Haushalt oder vielleicht sogar pro Person im Haushalt berechnet man ein Budget, das ist zu einem bestimmten Preis und alles, was darüber hinausgeht, wird dann eben teurer sein als der Grundbedarf oder so. Da haben wir zwei Herausforderungen. Der eine Punkt ist, wir wissen nicht, wie viele Leute wohnen in welchem Haushalt und wie viele Haushalte sind hinter welchem Gaszähler. Die meisten Mehrfamilienhäuser haben genau einen Gaszähler, aber manche haben 10 Wohnungen dahinter und manche 200. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere Herausforderung ist, und da kommen wir wieder zu der Frage Mieter, Vermieter, es ist für manche Menschen, die in einem gut sanierten, modernen Haus leben, einfacher mit, ich sage jetzt mal, 10.000 Kilowattstunden Gas im Jahr hinzukommen, als für diejenigen, die in einer alten Bruchbude leben, wo seit 30 Jahren nichts gemacht wurde. Und deswegen, ich kann das jetzt einfach nur zum wiederholten Male sagen, es ist mir so wichtig, dass wir die Gebäude auf den modernsten Stand bringen, so schnell es irgend geht. Und dafür brauchen wir alle Instrumente, sowohl finanzielle Unterstützung, aber eben auch Vorgaben für diejenigen, denen die Häuser gehören, damit so wenig wie nur irgend möglich künftig Energie verschwendet wird und diejenigen, die drin leben, mit den Kosten fürs Heizen auch eine Chance haben, damit klarzukommen. Und letzter Satz zur Frage, wie kriegen wir ein gerechtes System hin? Wir sind ja als Grüne große Anhänger vom Pro-Kopf-Klimageld. Also das heißt, dass wir Einnahmen haben aus der Bepreisung von CO2 und sagen, okay, jeder Mensch in Deutschland kriegt eine bestimmte Summe pro Jahr ausgezahlt, egal wie alt und wie arm oder reich. Und im Augenblick ist es sehr, sehr, sehr frustrierend. Aber die Antwort ist, warum wir das gerade derzeit noch nicht machen können, ist, weil das Finanzministerium noch daran arbeitet, eine Verknüpfung zu machen zwischen Kontonummer und Person. Also
Wie viele Menschen haben wir in Deutschland und auf welche Kontonummer müsste man das überweisen? Und das ist dieses nervige Administrative, was wir gerade noch nicht haben. Aber sobald wir das hinkriegen können, ist das eigentlich die gerechteste Form, nämlich CO2 teurer zu machen, aber pro Kopf die Menschen zu entlasten. Ich würde, genau, ich habe schon gesehen, Frau Nesselhoff und Herr Becker, Sie wollen was dazu sagen. Ganz kurz, wir haben noch einen Menti dazu. Gerne einmal das nächste einfach öffnen. Und zwar die Frage, wie fair findet ihr, ist die deutsche Klimapolitik? Kann man, funktioniert das? Wenn es nicht funktioniert, machen wir erstmal weiter. Wer möchte zuerst? Sie haben es gerade auch noch mal angesprochen. Ich glaube, auch an der Stelle sollten wir wieder differenzieren zwischen, was sind jetzt eben die ganz kurzfristigen Maßnahmen, wie versuchen wir jetzt gerade die größten Härten abzufedern. Und da finde ich tatsächlich diese Abschlagszahlungen ganz sinnvoll, weil sie sich ja auch daran orientieren, was ein Haushalt bisher verbraucht hat. Wenn wir aber halt mittelfristig, und sorry, ich muss jetzt trotzdem noch mal auf die Sanierung kommen. Ich finde es toll. Also dahin, weil ich finde einfach, dass es zu dieser Debatte dazugehört und vor allen Dingen zu dem Aspekt der Fairness. Ich muss nämlich ganz ehrlich sagen, wenn ich wieder höre, ich soll meine Heizung runterdrehen und mir dann gleichzeitig die Fakten angucke, dann könnte ich wirklich schreien. Für mich ist das ein Symptom davon, wie Klimapolitik in Deutschland seit Jahrzehnten gehandhabt wurde, nämlich damit, dass viel auf das Individualverhalten abzuladen und sehr wenig auf systemische Lösungen zu gucken. Und ich glaube, viele von uns kennen das, weil viele Studierende auch in nicht unbedingt sehr gut isolierten Häusern wohnen. Aber ich habe mir tatsächlich nochmal Zahlen angeschaut und die haben mich dann doch vom Hocker gehauen. Es ist so, dass eine 90 Quadratmeter Wohnung in einem unsanierten Haus hat einen Energieverbrauch, der etwa 7-mal so hoch ist wie sehr gut gedämmte Häuser. Das muss man sich mal vorstellen. 7-mal so hoch. Wir reden ja immer, wir können 20% der Energie oder sollen wir einsparen. Und wir reden hier aber von 700%, von diesen Größenordnungen. Das heißt, das schlägt sich dann natürlich auch auf die Kosten nieder, dass wir von 5.600 Euro reden für eine 90 Quadratmeter Wohnung in einem unsanierten Haus und von ungefähr 800, noch weniger als 800 in einem super gut sanierten Haus. Das sind ganz aktuelle Zahlen vom FIW München, die habe ich mir nicht ausgedacht. Und es zeigt einfach nochmal, wie wichtig es an der Stelle ist, dass wir auf diese systemischen Maßnahmen schauen und dass wir zum Beispiel auch die Entlastung dann an den Energieeffizienzstandard knüpfen und natürlich dann generell der beste Klimaschutz, den wir betreiben können, ist halt diese Häuser zu sanieren. Mein persönlicher Eindruck war einfach, dass dieser Teilaspekt der Debatte im öffentlichen Diskurs gerade sehr stark hinten runterfällt. Und wir reden hier nicht von Randerscheinungen. Es sind 30% der Gebäude in Deutschland, die in die schlechtesten beiden Effizienzkategorien fallen, also in die nicht sanierten in die ungedämmten oder nur sehr schlecht gedämmten Häuser. Ist keine kleine Bevölkerungsgruppe und tendenziell sind es dann eben sowieso schon wieder die Menschen mit geringem Einkommen, die in diesen Häusern wohnen. Also ich finde einfach, dass diese Ungerechtigkeit an der Stelle so groß ist, dass wir reden jetzt viel über beheizte Pools und so weiter. Und natürlich ist es irgendwie ein No-Brainer, dass man die jetzt nicht beheizen soll. Aber das geht aus meiner Sicht echt an dem Kernproblem vorbei. Ja. Und deswegen muss aus unserer Sicht auch der CO2-Preis hoch und nicht runter, das haben Sie auch gerade gesagt, Frau Verlinden. Der CO2-Preis muss hoch und der darf aus meiner Sicht überhaupt nicht mehr auf die Mieter abgelegt werden. Also das geht jetzt schon in die richtige Richtung, was kommen soll. Man könnte es viel unbürokratischer machen und einfach sagen, es zahlen die Vermieter. Ich habe kürzlich auch noch mal gehört, ja, aber es besteht doch jetzt ein Anreiz, um Gas zu sparen und die Häuser zu sanieren. Aber der Anreiz besteht eben nicht, weil die Kosten einfach durchgereicht werden an die Mieter bislang. Und wir kriegen das nur hin, wenn der CO2-Preis wirklich eindeutig bei den Vermietern ausschlägt. Und deswegen kann ich ehrlich gesagt die Entscheidung auch nicht nachvollziehen, dass jetzt der CO2-Preis auch noch ausgesetzt wird fürs nächste Jahr. Das ist aus meiner Sicht einfach ein Signal, das völlig in die falsche Richtung geht. Frau Scherr, Sie wollen direkt darauf antworten. Die Erhöhung wird ausgesetzt. Der CO2-Preis wird nicht vollständig ausgesetzt, die Erhöhung wird ausgesetzt. Aber auch um da nochmal eine Größenordnung reinzuwerfen, der Beitrag liegt ungefähr bei 0,5 Cent pro Kilowattstunde und wir hatten eine Erhöhung, die jetzt von 10 gerade auf fast 28 Aber das ist ja genau der Punkt. Deswegen
Ich habe immer, als wir den CO2-Preis eingeführt haben, immer für eher einen höheren als niedrigeren plädiert. Ja? Genau, weil man diese Lenkungswirkung ja braucht. Aber wir sind ja jetzt in Preisen, die jenseits von den höchsten Forderungen eines CO2-Preises bei Einführung waren. Insgesamt schon, ohne einen CO2-Preis, sind wir schon über diesem Level. Und wenn man, deswegen ist ein bisschen die Frage, wo ist die Lenkungswirkung, wenn wir uns auf der anderen Seite gerade die Köpfe zerbrechen, wie Julia Verlinden es gerade erläutert hat, wie wir die Menschen entlasten, weil sie einfach ihre Energiepreise nicht mehr bezahlen können. Sie können es nicht mehr bezahlen. Ja, die Bäckereien machen dicht. Wir kriegen Insolvenzen ohne Ende. Es sind ja auch kleine Unternehmen, es sind ja nicht nur Privatleute. Und es gibt auch wirklich Menschen, die es definitiv nicht zahlen können. Und es gibt auch Vermieter, die das nicht zahlen können. Wir haben nicht nur große Wohnungsbaugesellschaften, sondern wir haben auch Vermieter im Privatsegment, die das ja auch zahlen müssten. Irgendjemand muss es ja zahlen. Und was macht man, wenn dann einfach Insolvenzen drohen und man das dann wieder auffangen muss? Also ein CO2-Preis, der aufgrund der Gesamtpreisgefügelage keine Lenkungswirkung entfalten kann, weil wir jenseits des Bezahlbaren sind, der ist problematisch. Deswegen haben wir diese Aussetzung gemacht und ich finde, sie ist auch vertretbar. Aber es ist natürlich die Frage, was macht man, wenn man in einer solchen Gemengelage sitzt? Weil man kann nicht einfach sagen, Klimaschutz ist jetzt einfach mal ausgesetzt. Ja, das geht natürlich nicht. Deswegen muss man auch hier erkennen, wir haben einen massiven Fachkräftemangel. Selbst wenn man die Fördermittel verzehnfachen würde, würden wir es nicht in der rechtzeitigen Zeit schaffen, alles zu sanieren, was wir als sanieren müssen. Wir müssen das höchste Tempo der Sanierung machen, was wir überhaupt leisten können. Aber selbst dann werden wir immer noch einen Sanierungsstau haben, weil es dann immer noch Eigentümer gibt, die selbst wenn sie 80% gefördert bekämen, es immer noch nicht leisten können, weil ihre kleinen Renten nicht ausreichen, überhaupt eine Sanierung von einem Haus noch zu machen. Die gibt es auch. Und da gehört zu Preisehrlichkeit auch dazu, wiederum, ich komme auf die Erneuerbaren zurück, die größte Ungerechtigkeit bei der ganzen Energiediskussion oder in der Energieversorgung wird darin liegen, dass wir manche Menschen auf den fossilen Energien hängen lassen. Das ist die größte Ungerechtigkeit, weil die fossilen Energien, wir haben eine fossile Energiepreiskrise, nicht eine Energiepreiskrise insgesamt. Die fossilen Energien sind die teuren. Und wenn wir es nicht schaffen, die Abhängigkeit von diesen abzuschaffen, das sind auch dann die vielen kleinen Häuser, ja, verteilt, dann werden wir diese Ungerechtigkeit, dann kriegen wir Energiearmut, dann kriegen wir die richtige Armutsfalle durch die Abhängigkeit auch im Kleinen von fossilen Energien. Deswegen muss da auch helfen, dass wir verstärkt auch in kommunale Wärmeplanungslösungen gehen, weil wir nicht erreichen werden, dass wir rechtzeitig überall an jedem einzelnen Haus eine Lösung haben, eine Sanierung haben und alles. Wir brauchen auch in den größeren Einheiten, in den Quartierseinheiten, in den kommunalen Einheiten die Energiewende, weil nur der Umstieg auf die Erneuerbaren wirklich aus dieser Preisfalle herausführt. Das ist nochmal wirklich ein wichtiger Punkt, finde ich, den man in der Debatte setzen muss. Herr Becker, ich würde Sie jetzt auch gerne wieder mal mit reinnehmen. Sie wollten schon vor einer ganzen Weile auch noch mal was dazu sagen. Also dann kommen wir noch mal zu diesem ganzen Thema Sanieren, weil ich glaube, das scheint hier das Lieblingsthema der Runde zu sein. Genau, ich würde gerne noch mal auf einen Punkt, den Julia Verlinden eingebracht hat, eingehen und möchte aber mit einer anderen Geschichte starten. Vor 2 Wochen war die Ich bin armutsbetroffen-Demonstration in Berlin. Dort haben sich Armutsbetroffene Mitte des Jahres zusammengetan und hauptsächlich in den sozialen Medien über ihre Geschichten berichtet. Wie sehr sie gerade unter Armut leiden und wie sehr sie auch die Inflation trifft. Und sie haben selbstbestimmt und von unten vor 2 Wochen eine wahnsinnig berührende Demonstration in Berlin gehabt. Ihr könnt euch die gerne nochmal in den sozialen Netzwerken auch angucken. Und dort waren viele Geschichten, die gesagt haben, Mensch, wir können uns einfach die stark gestiegenen Energiepreise aktuell nicht mehr leisten. Unsere Energiepreise, unsere Energiekosten haben sich verfünffacht, versiebenfacht. Wir wissen nicht, wie wir das bezahlen sollen. Und ich finde den Punkt, der gerade aufgeworfen wird, da ganz, ganz wichtig und ganz richtig, weil wir erleben eine Krise der fossilen Energien. Wir erleben aber auch eine Krise eines neoliberalen Strommarktes, eines Marktes, dass wir Energie, dass wir basale Grundversorgung auf Märkten regeln. Ich weiß nicht, wer sich von euch in den letzten Tagen und Wochen mal den aktuellen Gaspreis angeguckt hat. Der ist so niedrig wie seit einem Jahr nicht mehr. Der ist absolut stark gestiegen, als der Krieg begann. Der ist im Sommer nochmal stark gestiegen, als wir die Speicher aufgefüllt haben. Und der ist aktuell wieder sehr niedrig. Und wir machen Millionen Menschen,
in Europa, aber auch weltweit von irgendwelchen spekulativen Märkten abhängig. Und ich finde einfach, das geht nicht mehr, das muss gestoppt werden. Und wir können unsere Energieversorgung nicht mehr über Märkte regeln, sondern wir müssen sie mit starken Preiskontrollen eben über die öffentliche Hand regeln. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, den ich da gern machen möchte, das kommt dann jetzt von diesem etwas abstrakteren Punkt eben zum Konkreten. Wir machen jetzt mit dieser Gaspreisbremse, je nachdem wie der Vorschlag der Kommission jetzt umgesetzt wird, fördern wir schon auch den Verbrauch von viel Energie. Und es ist eben nicht nur, es gibt in Deutschland knapp 1 Million Pools, die in Privathaushalten und Privathäusern stehen. Das ist eben nicht nur ein bisschen was. Auch diese Menschen in den privaten, also die viel verbrauchen, die reichen Menschen, auch die sollen viel jetzt von dieser Gaspreisbremse entlastet werden. Und ich finde einfach, das geht nicht. 40% der ärmsten Menschen in Deutschland verbrauchen genauso viel Strom wie die reichsten 10% Energie, nicht nur Strom, das ist Strom, gesamt, inklusive Aber das heißt, Verkehr. Da müssen wir doch ansetzen. Das heißt, wir müssen doch einfach den Verbrauch deckeln. Und wir können es uns nicht mehr leisten, dass die reichen Menschen so viel verbrauchen, wie sie verbrauchen, weil das betrifft unsere Preise oder es betrifft die Preise bei allen. Und genau das treibt auch die Preise bei allen. Das heißt, wir müssen dort ansetzen, dass diese Menschen weniger verbrauchen. Und das ist jetzt auch nochmal das, was mich eigentlich gestört hat an der Aussage. Das war nämlich, ich wünsche mir von den reichen Menschen, dass sie weniger verbrauchen. Nein, sie sitzen im Bundestag. Ja, aber ich habe doch gerade das Problem. Ja, dann sagen Sie mir, wie ich das... Aber dann sagen Sie mir, wie. Dann sagen Sie mir, wie. Ich habe das Problem erklärt. Ich habe das Problem erklärt, dass wir nicht wissen, wie viele Menschen wohnen in einem Haushalt und wie viele Haushalte hängen an einem Gaszähler. Wenn, ich würde mich ja freuen über einen Vorschlag, wie wir das machen. Ja, wir haben es ja in dem zweiten Schritt, also wir müssen jetzt auseinanderhalten. Es gibt jetzt einen Kurzfristschritt, weil einfach viele Menschen akut so überfordert sind und da greift genau die von Julia Verlinden geschilderte Problematik, dass wir bei diesem Kurzfristschritt nicht diese Daten und nicht diese Möglichkeiten haben. Deswegen diese einmalige Abschlagszahlung, die tatsächlich gießkannenmäßig allen zuteil wird, die in dieser Gasversorgung hängen. Vielleicht kriegen wir auch die Pelletheizung noch irgendwie abgebildet durch Härtefallfonds, weil da die Pelletpreise sind auch hochgegangen und da darf keine Diskriminierung sein. Und da hat man als einziges Steuerungsinstrument, dass man sagen kann, man kann das noch versteuern. Also so, dass die Reichen tatsächlich das versteuern müssen, was sie als vermögenswerten Vorteil dadurch erreicht haben. Das ist der erste kurzfristige Schritt. Im zweiten ist aber dann diese Gaspreisbremse, die fürs nächste Jahr, und da braucht man eine gewisse Vorbereitungszeit, um das tatsächlich ins Werk zu setzen. Es wird aber unter Hochdruck auch parlamentarisch daran gearbeitet, dass wir die Vorschläge der Expertenkommission überbieten, dahingehend, dass wir das schon früher in Kraft gesetzt bekommen. Und da ist eben dieser Lenkungseffekt idealerweise drin, wir setzen uns jedenfalls ein, dass da über diese 80%-Regelung ja, gesagt wird, ist ein Berechnungsfaktor drin, je mehr man einspart, desto mehr kann man sich dann auch Vergünstigung reinholen. Und wenn man das dann wiederum aber auch versteuert, dann hat man einen guten Lenkungseffekt. Dann sind nämlich die Reichen sehr wohl gefordert, dass sie auch einsparen und sie müssen dann ihren vermögenswerten Vorteil auch noch versteuern. Und da haben wir es in der Hand und das wird jetzt in den nächsten Wochen zu entscheiden sein. Man kann ja die Steuersätze auch anders ansetzen. Man kann ja sehr wohl sagen, jemand mit Spitzensteuersatz von sagen wir 42% muss dann, wenn er so einen vermögenswerten Vorteil bekommt, vielleicht sogar 100% davon zahlen. Ja, von diesem dann hätte man auf null gesetzt. Also so ein Berechnungsfaktor. Und dafür brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Zeit als für diese Abschlagszahlung. Deswegen wird dieser zweite Schritt, also die eigentliche Gaspreisbremse, so auf den Weg gebracht werden müssen, dass wir da so viel wie möglich an gerechter Ausgestaltung hinbekommen, aber haben wir gute Chance. Und diese Idee mit dem Energiesparbonus, die ich ja vor ein paar Monaten mal aufgemacht habe, die ist da übrigens dann ein Stück weit mit verwoben, ja, in dieser 80%-Regelung. Ich hätte es mir noch ein bisschen deutlicher gewünscht, aber immerhin ist es enthalten. Das ist der erste Punkt, aber ich finde auch, wenn ich das noch anfügen darf, dass wir auf europäischer Ebene noch nicht die Hände in den Schoß legen dürfen. Wir haben immerhin das auf der Habenseite schon erreicht, dass man sich in gemeinsame Gaseinkäufe bewegen möchte. Damit kann man schon ein bisschen diesen Spekulationen entgegenwirken. Ja, dann ist man nicht mehr so ganz das kleine Schiffchen auf hoher See, sondern da ist man dann schon ein bisschen kräftiger unterwegs als europäische Partner. Man kann aber, und das finde ich wichtig, dass wir darüber stärker diskutieren öffentlich, dass man auch nochmal schaut, kann man den Gaspreis nicht noch anderweitig gebremst bekommen. Und man kann auch sich als Europäische Union zusammentun und zum Beispiel sagen,
Wir setzen einen Preis fest und wir zahlen alles darüber hinausgehende aus einem Fonds. Weil wir haben ja Angst, dass wenn man einfach nur den Preis Cap setzt, dass dann die Händler weltweit sagen, okay, dann gibt es halt kein Gas mehr aus sonst woher. Ja, dann schicken wir die Schiffe woanders hin. Das ist ja die Angst, die bei diesen Forderungen im Raum steht. Deswegen die Überlegung, die wir diskutieren sollten, soweit sind wir aber europäisch noch nicht, aber das kommt ja nicht vom Himmel, das muss diskutiert werden, etwa in so Foren wie hier und auch woanders und weitergetragen werden als Forderung. Nur dadurch können Forderungen auch zur Politik werden hinterher, dass man wirklich sich überlegt, okay, was können wir gemeinsam leisten? Und da wäre eben wirklich die Möglichkeit zu sagen, lasst uns doch europäisches Geld in die Hand nehmen, einen Preiscut setzen und alles darüber hinaus wird dann halt gemeinschaftlich geleistet, um so die Leute zu entlasten. Dann haben wir nämlich nicht mehr die Problematik, dass das eingeholt werden muss, mühsam. Aber das sind Diskussionen, das sind Vorschläge. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, solche Preiscuts zu setzen für die Übergangszeit. Bei all dem müssen wir aber natürlich auch aufpassen, dass die Erneuerbaren nicht diskriminiert werden. Und das gelingt der Europäischen Kommission auch noch nicht so gut. Ich finde, sie diskriminiert die Erneuerbaren zu stark. Das sind meines Erachtens auch auf europäischer Ebene die zentralen Baustellen, die wir zurzeit haben. Ich würde jetzt gerne noch mal wirklich zum Lieblingsthema dieser Runde kommen, also auch zu langfristigen. Ich dachte, das wär's, das gewesen, aber gut. Das auch, aber diese langfristigen Lösungen auch in den Blick zu nehmen. Und das ist eben der Ausbau der erneuerbaren Energien, eben auch bei uns allen zu Hause. Es würde mich jetzt auch noch mal interessieren, bei wem ist gerade so im Umfeld das Thema, dass irgendwie Solaranlage aufs Dach soll, Wärmepumpe in den Keller, meldet euch gern mal. Ich finde das immer sehr interessant, weil ich auch das Gefühl habe, dass das gerade in den letzten Monaten noch mal extrem so ein Anstoß war für viele darüber nachzudenken, wie werde ich eigentlich zu Hause energieunabhängig, was kann ich machen. Problem ist, wenn viele auf die Idee kommen, dann ist natürlich die Nachfrage groß und dann kriegt man weder Experten noch kriegt man eben das Material. Also Wärmepumpen haben, glaube ich, mittlerweile eine Lieferzeit von einem Jahr. Und du hast es gerade schon einmal, Sie haben es gerade schon einmal gesagt, Lea Messelhoff, dass es viele, viele Gebäude in Deutschland gibt, die super schlecht isoliert sind, einfach weil die in der Zeit gebaut wurden, da war Energieeffizienz egal. Da wurde darüber nicht groß nachgedacht. Und jetzt müssen wir eben sanieren, isolieren, um langfristig Geld, Energie zu sparen und dann natürlich aber auch energieunabhängig zu werden. Und das heißt, Menschen müssen auch privat sehr, sehr viel investieren. Bei vielen sind das auch eben die Ersparnisse. Ich kann das so von meinen Eltern auch so ein bisschen berichten, die da auch gerade drin stecken in der Phase. Wie will die Ampel die Menschen da unterstützen, Frau Verlinden? Genau, ich habe ja schon gesagt, dass wir, dass das gerade sehr gut läuft, die Förderprogramme. Also alle, die sich eine neue Heizung einbauen, also natürlich keine Gasheizung, sondern langfristige, nachhaltige Lösungen, die werden kriegen dafür sehr viel Förderung. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, welche Heizung das ist und ob das vorher eine Ölheizung war oder was auch immer. Aber irgendwie zwischen, ich glaube, 15% und 40% Zuschuss. Ja. Also das ist schon eine sehr starke finanzielle Unterstützung, die es gerade gibt und die sehr gut nachgefragt wird. Aber Heizungstausch ist ja nicht das Einzige, haben wir ja eben jetzt schon mehrfach auch drüber gesprochen, sondern auch der Verbrauch des Gebäudes an und für sich. Weil ich muss das nur einfach nochmal betonen, wenn ich einfach nur in Anführungszeichen eine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetze, aber die alten Fenster drin lasse, das Dach wird nicht gedämmt und so weiter und so fort, dann sind die Menschen, die darin wohnen, ja in einer neuen finanziellen Herausforderung, weil der Strom ist jetzt bei einem schlecht gedämmten Gebäude für eine Wärmepumpe auch nicht gerade billig. So. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir eben wirklich an beiden Stellschrauben drehen, sowohl an dem Verbrauch des Gebäudes als auch an der Heizung selbst. Und wie gesagt, es gibt die Förderprogramme, das ist das eine. Das andere ist, dass der CO2-Preis, der ja auch auf Wärme gezahlt werden muss, vor einer Weile eingeführt worden ist, schon von der Vorgängerregierung und auch eigentlich jedes Jahr ein bisschen steigen soll. Genau. Der Vorteil davon ist, wenn man diesen CO2-Preis erhebt, dass man auch Einnahmen hat als Staat. Und mit diesen Einnahmen auch sinnvolle Dinge tun kann. Deswegen habe ich eben das Klimageld angesprochen, also eine Pro-Kopf-Auszahlung. Und nur um noch mal ganz kurz auch auf die Frage soziale Gerechtigkeit, wie können wir das möglichst gut hinbekommen, jetzt in dieser Energiekrise einzugehen?
Ich glaube, es wird nicht reichen und es wird auch der Herausforderung der Ungleichheit, die wir in Deutschland haben, nicht gerecht, wenn wir uns darauf fokussieren, wie können wir dafür sorgen, dass alle irgendwie mit ihren Energiekosten klarkommen, sondern ich möchte, dass Menschen mehr verdienen. Ich möchte, dass Menschen höhere Unterstützung kriegen, wenn sie sie brauchen, dass es eine Kindergrundsicherung gibt. Ich will, dass das Bürgergeld deutlich mehr Geld zur Verfügung stellt für diejenigen, die es brauchen. Wir haben jetzt die Anzahl der Menschen erhöht, die Wohngeld beantragen oder werden es erhöhen, die Wohngeld beantragen können, haben da eine Heizkosten. SPD-Forderung. Bitte? SPD-Forderung. Ja, wir haben von uns auch. Also, ja, ich glaube, also die Kindergrundsicherung kommt. Also all diese Dinge, dass Menschen einfach mehr Geld insgesamt haben, um einfach alles bezahlen zu können, was sie bezahlen wollen. Also jetzt nicht ein SUV oder sowas, aber das halt, darum geht es doch, dass wir mehr Geld anders verteilen, damit es jetzt unabhängig davon, welche Heizung man im Keller hat, weil das ja nicht das einzige Problem ist, was die Leute gerade herausfordert. Die steigenden Lebensmittelpreise sind es ja zusätzlich. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir an der Stelle nicht verharren und sagen, okay, diejenigen, die wenig Geld haben, die brauchen ganz besonders billige fossile Energiepreise. Das würde dem Klima nicht gerecht und das würde auch der Situation, in der die Menschen gerade stecken, nicht gerecht. Oder das wäre zu kurz gesprungen. Deswegen habe ich nochmal auf das Klimageld der Pro-Kopf-Auszahlung nochmal hingewiesen, warum ich das wichtig finde. Und letzter Satz, ich bin auch ein Fan von Ordnungsrecht. Ich finde, es muss Gesetze geben, die klar machen, wer ein neues Gebäude baut, darf das nicht mehr bauen, wenn es nicht dem Passivhausstandard entspricht. Leider gibt es dafür jetzt gerade in diesem Moment noch keine Mehrheit in der Ampel, dass das schon ab Januar gelten würde. Ich frage mich die ganze Zeit, warum? Aber es liegt vielleicht an mir, weil ich mich so sehr mit dem Thema Wärme und Klima und Gebäude auseinandersetze. Aber das ist etwas so Unlogisches für mich, warum man nicht bei neuen Gebäuden darauf setzt, dass sie null Energie fürs Heizen und Warmwasser verbrauchen, sondern eher Plusenergie erzeugen, weil sie eben auch eine Solaranlage pflichtmäßig auf dem Dach haben. Frau Nesselhaus. Also ich bin zwar Juristin, aber ich bin natürlich nicht so naiv zu glauben, dass nur wenn man jetzt eben Gesetz hat, wo drin steht, dass man verpflichtend Wärmepumpen einbauen soll oder Sanierungsverpflichtungen hat, dass dann natürlich alle Probleme gelöst sind. Mir ist es auch bekannt, dass diese Lieferzeiten sehr lang sind teilweise. Und mir ist auch das Thema Fachkräftemangel natürlich bekannt. Auch da finde ich aber ein bisschen, das ist halt was, also das lese ich in Studien, die vor 10 Jahren geschrieben wurden, steht es auch schon drin mit dem Fachkräftemangel, dass wir den haben und dass das ein Problem ist. Und das ist auch immer das Hauptargument dagegen, weswegen wir im Gebäudebereich einfach nicht vorankommen. Und ich denke mir aber, warum hängt nicht an jeder Litfaßsäule, an jeder Bushaltestelle eben dann diese entsprechende Kampagne für Handwerker, für Fachkräfteoffensive und so weiter und so fort. Das ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Es ist ja nicht Gott gegeben, dass wir diese Fachkräfte nicht haben. Da müssen wir halt wirklich Anreize schaffen. Und ich kenne so viele Menschen, mir ging es ähnlich nach dem Abi, die wirklich gerne was gesellschaftlich Sinnvolles, Relevantes tun wollen. Und ich glaube einfach, dass es da auch darum geht, das aus dieser Nischenfachdiskussion rauszubringen und in die Öffentlichkeit und zu sagen, wir sind hier vor einer riesen Herausforderung und wir brauchen euch hier in diesem Bereich und dann eben sehr groß angelegte Fortbildungsprogramme zu machen. Nur so als ein Beispiel, was jetzt kein Gesetzespunkt wäre. Dann noch ein Punkt zur Unterstützung bei Sanierungen. Klar, es sind jetzt nicht nur die großen Wohnungskonzerne, es sind auch Privatpersonen, die vermieten. Und dass das eine Herausforderung ist zu sanieren, sehe ich auch absolut. Nur auch da gibt es ja, also es gibt ja schon, Sie hatten es auch gerade schon angesprochen, es gibt ja schon Förderprogramme, das wird ja schon staatlich unterstützt, wenn man das macht. Und wir haben auch, also bei GemZero haben wir auch dafür plädiert, dass das eben gemacht werden muss, dass es da aber erstens das sogenannte Drittelmodell eingeführt werden soll, was vorsieht, dass eben ein Teil von den Kosten vom Staat übernommen werden, ein Teil die Vermieter selbst zahlen müssen und ein anderer Teil langfristig sozusagen über die Miete umgelegt werden könnte. Und auch da würde ich nochmal, also ist es mir auch nochmal wichtig, darauf zu achten, dass es eben wieder nicht nach dem Gießkannenprinzip funktioniert, weil es ist nicht so, dass es sich alle Vermieter nicht leisten könnten, ihre vermieteten Wohnungen zu sanieren, sondern auch da wirklich genau hinzugucken, wer braucht daran tatsächlich Unterstützung und wo kann man nicht hier auch tatsächlich privates Kapital mobilisieren, weil was man ja auch nicht vergessen sollte, es passiert ja auch eine Wertsteigerung mit diesen Immobilien. Es lohnt sich ja eigentlich finanziell langfristig, diese Wohnungen zu sanieren. Das ist auch ein Punkt, den man bei den armen Vermieter, so
viel Verständnis ich dafür auch habe, nicht aus dem Auge verlieren. Ja gut, aber die Altersstruktur ist Durchschnittsalter über 60 von den Eigentümern in Deutschland, von Immobilien. Und da gibt es einfach ein Segment von Immobilien, von denen wir wissen, die werden nicht das Geld haben. Und auch für die muss man ja eine Lösung haben. Aber darüber habe ich ja gerade gesprochen. Ja, genau. Aber da hilft es nicht, wenn man sagt, einen Anteil sollen die selber zahlen. Wir wissen ja jetzt schon, dass sie diesen Anteil nicht selber zahlen können. Und deswegen muss man für die, vorgesprochen. Genau, für die muss man eine Möglichkeit haben, dass sie trotzdem erneuerbar oder emissionsfrei hinterher. Ich bin übrigens schon der Meinung, dass man in solchen Situationen auch schon gucken muss, wenn es dann 100% erneuerbar wäre, ja, wenn der Vermieter sich entscheiden würde, weil es sich einfach anbietet, je nachdem, wie das Haus liegt, ja, welche Dachkonstruktion es hat, ob es Verschattung gibt oder nicht, wenn man es 100% erneuerbar hinkriegt, kann es auch eine Lösung sein. Es muss nicht nur ausschließlich die Sanierung sein. Ich finde, das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Ja, und das kommt mir manchmal zu stark. Es wird sowieso in den allermeisten Fällen dann auch saniert, auch Wärme gedämmt, sowieso in den allermeisten, wenn man das Haus einmal anfasst. Aber ich finde, man darf es nicht zu den Bedingungen machen. Und ich sage das deswegen, weil es tatsächlich Akteure gibt, die sagen, sie wollen auch einen Effizienzfaktor, selbst wenn das Haus komplett erneuerbar ist, weil es einfach eine Effizienz auch für sich isoliert genommen sein soll. Und das finde ich zum Beispiel kritisch, weil das könnte solche Leute erst recht wieder davor abschrecken, etwas zu machen. Es muss auch ausreichen, dass man 100% erneuerbar macht. Genau, Herr Becker, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben nur noch ein paar Minuten, aber ich würde Sie gerne auch noch mal kurz zu diesem Thema der Runde dazu holen. Zum einen, genau, da würde ich gerne widersprechen. Also es muss gelten, Beton ist einer der größten Verbraucher auch von CO2 weltweit. Das heißt, es muss eigentlich gelten, Sanierung muss unbedingt vor dem Neubau stehen. Wir können nicht massiv neu bauen, nur weil es eine bessere Energieeffizienz hat, sondern wir müssen in erster Linie wesentlich mehr sanieren. Und im zweiten Schritt muss aber auch gelten, die energetischen Sanierungen dürfen nicht zur Kostenfalle für die Mieterinnen und Mieter werden. Und das droht, weil wir in Deutschland eines der vermieterfreundlichsten Mietrechte haben, europaweit. Es ist nämlich so, wenn jetzt auch eine energetische Sanierung stattfindet, da wird noch ein zweites Bad dazu gebaut, da wird noch ein zusätzlicher Balkon dazu gebaut und dann kommt auch noch so ein komischer, ich weiß nicht, wer von euch das in der Wohnung hat, aber so ein Bad, so eine komische Handtuchheizung mit rein. Das sorgt alles dafür, dass die Sanierungskosten steigen für den Vermieter, aber er kann sie sich später bei der Miete wiederholen. Das ganze Monsterkonstrukt nennt sich Modernisierungsumlage. Die liegt bei 11% gerade. Das heißt, nach 9 Jahren hat also der Vermieter darf 11% seiner Modernisierungskosten auf die Miete umlegen. Heißt im Umkehrschluss, nach 9 Jahren hat er eigentlich alle Kosten der Sanierung über die Miete wieder mit reingeholt. Ja, dann ist aber nicht Schluss mit der Modernisierungsumlage, sondern darf der die unbegrenzt weiterhaben. Das heißt, Modernisierungen sind aktuell oft auch ein Mechanismus für Vermieter, eine zusätzliche Rendite zu erwirtschaften. Und genau deswegen muss auch damit Schluss sein, und das ist ein Punkt, den die Linke an der Stelle fordert, nämlich die Warmmietenneutralität. Das heißt, nach der Sanierung darf die Warmmiete nicht höher liegen als vor der Sanierung. Und das ist ein Instrument, wo auch... Aber damit schafft man quasi, kann man Altbauten abreißen. Dann werden wir kulturell in Deutschland etwas anders sortiert sein. Also nein, dann wird es bestimmte Gebäude nicht mehr geben. Ja, die werden man nicht mehr sanieren können. Dann werden auch Vermieter noch eine Rendite machen, das können sie weiterhin machen, aber eine wesentlich geringere. Und wir sorgen dafür, dass die energetische Sanierung nämlich gerade nicht dazu führt, dass sich die sozialen Probleme in diesem Land verschärfen. Und die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag das Konzept der Teilwarmmiete da drin stehen. Bisher ist leider nach einem Jahr noch nichts dazu gekommen, wie dieses Konzept aussehen soll. Ich bin aber sehr skeptisch, dass das gut aussieht, weil die Idee ursprünglich beruht auf Konzepten der FDP-Fraktion. Kevin Kühnert hat mir allerdings vor einem knappen Jahr versprochen, dass es nicht das Konzept der FDP-Fraktion sein wird. Ich bin gespannt, wie es ist. Noch wissen wir nicht, wie das Konzept der Teilwarmmiete aussehen soll. Dankeschön. Ich glaube, zu diesem Thema könnten wir uns in einem Jahr nochmal treffen und ich glaube, allein um Energieeffizienz in Gebäuden zu sprechen. Mich würde aber jetzt nochmal interessieren und dafür bitte nochmal zur nächsten Menti-Frage. Was tatsächlich wäre, wenn wir uns alle hier in einem Jahr wieder treffen würden? Was soll eurer Meinung nach dann in dieser Zeit klimapolitisch in Deutschland passiert sein? Gerne so kurz wie möglich halten, vielleicht Stichworte, weil ich glaube,
wenn man da jetzt, ich glaube, jeder, einige könnten vielleicht auch einen kleinen Roman schreiben. Ich würde es aber auch nochmal hier in der Runde interessieren. Gerne auch kurz halten, weil wir haben wirklich... Zum Anschlusstermin. Genau, also vielleicht wollen Sie auch anfangen. Was wäre ja so Ihr Wunsch? Was sollte jetzt in Sachen Klimapolitik bei der Ampel passieren im nächsten Jahr? Ich will mich nicht vorher rauseisen. Ich hatte nur eine andere Uhrzeit. So, ich weiß nicht, wie schnell... Also insofern wer zuerst Priorisierung hier reinholen. Nein, ich will mich nicht wiederholen und kann es auch kurz machen. Wir müssen verstärkt die erneuerbaren Energien Erleichterung für die erneuerbaren Energien schaffen, auf allen Ebenen. Im Detail habe ich es ja schon genannt. Das halte ich für die allerwichtigste und prioritärste Fragestellung und Aufgabe. Genau, ich glaube, unser Mentimeter ist noch nicht weiter. Vielleicht gleich machen wir hier erstmal weiter. Herr Becker, wie sieht es bei Ihnen aus? Also wir brauchen Tempolimit, wir brauchen einen massiven Ausbau der Erneuerbaren. Und das ist ein Wunsch, den ich ganz besonders habe. Lützerath muss bleiben, ansonsten wird, glaube ich, die Klimabewegung diesen Winter noch doll auf die Barrikaden gehen. Genau, dann Frau Verlinden. Ich hoffe, dass wir in der Tat im Verkehrssektor vorankommen. So formuliere ich das mal. Selbstdramatisch. Ja, also worüber ich mich freue, ist, dass es ja so aussieht, als seien wir kurz vor dem Ziel des 49-Euro-Tickets ab Januar. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage nicht mehr mit unseren Verkehrskollegen gesprochen, aber ich glaube, wir sind kurz davor, dass es ab Januar das 49-Euro-Ticket bundesweit für den ÖPNV gibt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag. Aber was wir eben auch brauchen, ist massiv auch investieren in den ÖPNV. Also es nützt ja nichts, wenn ich ein gutes Ticket habe, wenn dann der Bus trotzdem nur dreimal am Tag fährt, also, oder der Zug ständig ausfällt wegen Personalmangel. Also das heißt, da hoffe ich, dass wir die Kraft innerhalb der Ampel entwickeln, genau in diesem Bereich auch voranzukommen. Und ich wünsche mir, dass wir in der Tat die Solarpflicht und zahlreiche andere Dinge für den Gebäudesektor auf den Weg bringen können. Und last not least, ich wünsche mir, dass wir nicht nur für das Rheinische Revier, sondern insgesamt auch für alle Steinkohlekraftwerke und auch für die ostdeutsche Braunkohle den Kohleausstieg auf 2030 vorziehen können, weil das ist ja etwas, was ganz zentral ist, um ja, auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Aber selbstverständlich ist das nicht das Einzige, was dafür relevant ist. Verkehrssektor habe ich schon angesprochen. Darf ich noch was ergänzen? Ich drehe mich mal ganz kurz um. Ganz kurze Ergänzung. Also, wir müssen den Krieg beendet bekommen. Das halte ich für eine ganz große Herausforderung. Es ist überhaupt nicht erwähnt worden. Und ich will nicht hier dieses Podium verlassen, als ohne das einmal erwähnt zu haben. Ich glaube, das ist unser aller Aufgabe weltweit, darauf hinzuwirken, dass der Krieg beendet wird, der von Russland ausgehend in der Ukraine gestartet wurde. Genau. Ich glaube, ich hätte zwei Punkte, die aus meiner Sicht grundlegend wären, um eine angemessene Klimapolitik zu machen. Ich glaube, der eine Punkt ist, dass ich immer noch nicht den Eindruck habe, dass die Klimakrise als eine echte Krise in Teilen der Bundesregierung betrachtet wird. Weil wenn ich mir anschaue, was während der Corona-Krise plötzlich möglich war, ich hätte es niemals gedacht. Und zwar sowohl, was teilweise Freiheitsbeschränkungen anging, von diesen Ausmaßen reden wir ja gar nicht bei der Klimapolitik, als auch halt zum Beispiel, was plötzlich möglich war an Menschen, die von Behörden versetzt wurden und Kapazitäten aufgestockt wurden an der einen oder an der anderen Stelle. Und ich glaube, dass es zum Beispiel, ich finde, dass das BMWK ein sehr, sehr guter Ansatz ist, aber es hat halt eben keinen direkten Zugriff auf die Gebäudeemissionen, keinen direkten Zugriff auf die Verkehrsemissionen. Und dadurch ist einfach diese sektorübergreifende, zusammenhängende Planung aus meiner Sicht immer noch sehr schwierig. Und eigentlich bräuchte es, denke ich, einen Krisenstab, der die Klimakrise als Krise tatsächlich managt. Und der zweite Punkt ist, zu einem guten Krisenmanagement muss man wissen, wo man steht. Und das ist aus meiner Sicht einfach, das ist nach wie vor essentiell, dass der Bundesverfassungsgerichtsbeschluss aus dem letzten Jahr endlich ernst genommen wird. Es wird nämlich nach wie vor nicht dahingehend, dass die Politik nach dem uns noch verbleibenden Restbudget gemacht wird. Und es ist sehr, sehr, sehr klein. Und ich führe wirklich viele Politikgespräche, auch mit Ministerien. Und mir wird teilweise selbst auf StaatssekretärInnen-Ebene gesagt, dass wir nicht nach dem Restbudget gerechnet wird, sozusagen. Und
Wenn man das aber tun würde, würde sich auch eine Reihenfolge, eine Prioritätensetzung von Maßnahmen ergeben. Und so sehr ich ein Befürworterin des Tempolimits wäre, das würde nicht dazugehören. Es würde dazugehören, einen Fokus auf die wirklich großen Maßnahmen mit dem sehr großen Emissionsreduktionspotenzial zu legen. Dann danke ich schon mal hier in die Runde. Jetzt hat auch unser Mentimeter funktioniert und wir sehen schon so ein paar Wünsche. Ich glaube, wenn man runterscrollt, sehen wir noch mehr. Ich bedanke mich an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für diese doch sehr, sehr lebhafte Runde und dass das irgendwie so spontan so gut geklappt hat. Ihr könnt Feedback geben, habe ich gehört, und zwar in der App auf diesen Talk und sonst mit einem QR-Code, der hier irgendwo hängen soll. Da freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz spannenden Tag hier heute. Und genau, einige werden noch hierbleiben, einige müssen los. Dankeschön. Auch von mir noch ein herzliches Dankeschön für das sehr spannende Gespräch. Noch eine Information für euch alle. Drüben im Forum läuft noch ein Workshop, eine Diskussion zum Thema von Startups. Da wird es spannend diskutiert zum Thema Innovation, wie die Startups auch Klimaschutz vorantreiben können. Also wenn ihr möchtet, dürft ihr gleich direkt rüber zum Forum gehen.